Ich grüße das Team von Sportpunkt, wünsche weiterhin gutes Gelingen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 55. Sendung Sportpunkt. Ja, da die Stimmung ist am Überkochen hier. Ja, absolut, denn es ist natürlich am Wochenende wieder viel passiert und wir haben heute viele, viele Videos vom Handball, von den deutschen Meisterschaften im Floorball und natürlich auch viele, viele Tore im FUPA Sachsen Fußballblock. Gast haben wir heute leider keinen, aber da reichen wir an Ostern was ganz Tolles nach. Ja, und zwar werden wir oder werdet ihr den Marvin Kirschhöfer, den Markus Pommer und den Henry Büttner im aufgezeichneten Video vom April sehen. Großes Viel Spaß dabei. Thema Motorsport, ja. Jetzt aber erstmal großes Thema Sport in Leipzig und damit fangen wir an im Rückblick. Jetzt ist das Wetter richtig schön, aber am Wochenende war es richtig schlecht und trotzdem waren 43 Starter beim 9000. Leipzig-Marathon am Start. Und Nein. Es war beim 43. Marathon in Leipzig 9000 Starter. Hab ich doch gesagt. Und überglücklich kam der Erstplatzierte ins Ziel, Nick Ilo vom SCD AFK nach 2 Stunden, 24 Minuten und 49 Sekunden. Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Das hätte ich für die Strecke für 800 Meter gebraucht. Aber es gab auch noch eine Frau, die gewonnen hat, und zwar Yvonne van Vlerken aus den Niederlanden. Genau, die war 2 Stunden, 47 Minuten und 53 Sekunden bis zum Ziel unterwegs. Und das ist unfassbar. In der Zeit habe ich, ich glaube, gegessen. Ja, das ist eine Wahnsinnsleistung. Also beim Essen zumindest. Ja. Ja, dann sind wir beim Basketball. Da gab es immer einen Auswärtssieg für die Wölfe. Ja, die kämpfen sehr erfolgreich gegen den Abstieg im Moment. Ja, die haben gegen die BG Göttingen mit 92 zu 78 wirklich überragend gewonnen. Bester Werfer war natürlich wieder Sergio Kerusch. Ja, der Rückkehrer im letzten Jahr. Und übrigens hat der MBC ein tolles Video gemeinsam mit dem SCDFK gemacht. Und zwar für das Spiel am 20. April. Schaut mal. Und da gehen wir gleich zum Handball. Der SC Mark Rancher, die Piranhas, haben am Wochenende in der dritten Handball-Bundesliga wieder in letzter Sekunde ein Unentschieden erreicht. Ja, und das 23 zu 23 hat Henriette Dreier gemacht. Und zwar kurz vor Schluss mit der letzten Aktion. Ja, Wahnsinn. Guck mal rein, wie da die Stimmung war. Boah, Wahnsinnsstimmung. Auch beim HC Leipzig übrigens. Die haben nämlich 27 zu 23 gewonnen. Schon das 19. von 20 Spielen. Ja, das war gegen Mainz zweite Mannschaft. Und 606 Zuschauer haben es gesehen. Und was die auch gesehen haben, vielleicht im Vorfeld, die HC Leipzig C-Jugend, die ist mitteldeutscher Meister geworden. Gratulation. Respekt. Die haben erst im 7-Meter-Schießen im Halbfinale gegen Zwickau gewonnen und dann haben sie die Magdeburger, den HSV Magdeburg mit 36 zu 15 völlig abgefertigt. Genau, und die U23-Spielgemeinschaft aus LVB und DHFK hat sich am Wochenende den Klassenerhalt gesichert. Auch dazu Glückwunsch. Klasse. Sah am Anfang nicht ganz so gut aus. Ja. Nee, aber hinten raus ist wichtig. Ja, definitiv. Ja, hinten raus muss es passen. Wieder für die Mucke, wie es die Dose-Verein.
Wunderbar, das geht natürlich hinein. Und Sie haben, also die U23 hat dann 24-17 eigentlich geführt gegen Leutershausen, sah wieder sichere Sieger aus. Am Ende waren es 30-30, aber die sind haben den Klassenerhalt geschafft. Egal. Absolut egal, drin ist drin und da schiebe ich auch direkt nochmal einen nach. Ja, genau. Es waren übrigens 220 Zuschauer, die das gesehen haben. Also auch da mega Stimmung für den Juniorenbereich, erstklassig. Ja, muss man sagen. Ja. Und Junioren sind die Frauen des Mitteldeutschen Floorballclubs fast auch zum Teil, aber nicht alle. Und die haben leider um die Deutsche Meisterschaft das zweite Playoff-Spiel verloren und zwar 10-2. Ganz knapp gegen Weißenfels, sind jetzt als deutscher Pokalsieger auch Vizemeister und deswegen Gratulation dazu. Oh, nur Gratulation heute. Haben sie sich aber verdient. Ja, können wir auch den Herren übrigens auch gleich gratulieren. Die haben nämlich das erste Playoff-Spiel im Hinspiel beim TV Lilienthal, die übrigens auch deutscher Pokalsieger, gewonnen. Und da hieß es nach Penaltyschießen am Ende 10-9. Und wir schauen uns mal den letzten Penalty an. So ein Sieg im Penaltyschießen gibt sicherlich der Mannschaft genug Auftrieb für das Rückspiel am 20. April. Da kommen wir aber im Ausblick dazu. Der Rugby-Club Leipzig, die haben nach dem letzten Spiel, wo sie immer auf die Nase gekriegt haben, jetzt mal einen rausgehauen und zwar mit 57-3 gegen den dritten Germania List gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Muss man sagen. Endlich mal wieder gewonnen und vor allen Dingen in dieser Höhe. Und gut ist es auch, denn sie sind zwar Fünfter, aber haben jetzt wieder so ein bisschen Verbindung zum dritten Platz in der Liga. Jetzt haben sie erstmal 14 Tage Pause, um Kräfte zu sammeln, um dann nochmal oben anzugreifen. Mhm. Wer auch vielleicht wieder Kräfte sammeln muss, das sind die Goalballer. Die wurden jetzt Zweiter Vize quasi beim internationalen Blind Sports Festival und haben nur nach Golden Goal 10-9 verloren. Genau, das war in Griechenland und natürlich hat das Golden Goal geschossen ein Grieche, der griechische Nationalspieler Kordakis, genau. Also, das ist eine ganz tolle Leistung. Übrigens, wer am 25. April zum SCDFK geht, zum Handballspiel, der kann dann die Goalballer mal sehen. Dort werden sie live vorführen, wie sie eigentlich spielen. Hervorragend. Und wir führen jetzt auch was live vor, nämlich den FUPA Sachsen Fußballblock. Da sind wir bei RB Leipzig, die haben am Wochenende 2-0 überzeugend gegen Wolfsburg gewonnen. Ja, Timo Werner will weg, hat er jetzt gesagt. Die Frage ist, geht er zu Bayern oder nicht? Der Trainer ist auf jeden Fall auch weg. Jesse March, der Co-Trainer von Ralf Rangnick, der geht nach Salzburg, wird dort Trainer und Nachfolger von Marco Rose, der nach Gladbach geht. Oh, da werden sie sich freuen. Übrigens habe ich heute gelesen, Timo Werner wird auch noch von Liverpool umworben. Schauen wir mal. Wäre es gut für RB, weil wenn er zu Bayern geht, könnten die ja sagen, wir warten noch ein Jahr und nehmen ihn ablösefrei. Und so ist noch ein bisschen Geld im Umlauf. Ja, vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr. Na, hoffen wir mal. Lok Leipzig könnte auch ein bisschen Geld mehr gebrauchen, aber vor allen Dingen auch Punkte. Sie haben am Wochenende gegen Budissa Bautzen nur 0-0 gespielt. Ja, nur 0-0, aber es war ein richtig schlechtes Spiel, hat Björn Joppe gesagt. Und das ist, glaube ich, das, was ihn mehr ärgert als die verlorenen 2 Punkte. Ja, wir hatten übrigens eine Umfrage gemacht. Leider hat keiner gewonnen. Der Sinn unserer Umfrage war die, dass wir den Gewinner hier einladen, zu uns ins Palmega natürlich bei der Aufzeichnung dabei zu sein. Ihr könnt übrigens alle kommen, auch ohne Gewinn. Aber der Gewinner kriegt von uns was zu essen und was zu trinken. Bis zum Umfallen. Nochmal ganz kurz sagen, wo das war. Das war bei Facebook. Das heißt, wir stellen immer eine Frage. Diesmal war es Lok Leipzig. Wie geht das Spiel aus? Einige haben getippt, viele haben getippt. Aber keiner hat es richtig gehabt. Deswegen die Chance beim nächsten Mal wieder. Genau. Und gehen wir mal gleich auf die Tabelle. Lok Leipzig ist natürlich weiterhin Fünfter. Ja, im Kampf gegen den Abstieg allerdings wird es immer spannender da unten. Ja, weil Auerbach, die haben gewonnen, Bischofswerth hat ganz knapp verloren, also es wird ganz, ganz eng Richtung Abstieg. Genau, und am Donnerstag spielt Lok auch schon wieder gegen Altklinike. Ja, und alle anderen Spiele seht ihr auch hier, also durch Ostern ist das alles ein kleines bisschen verschoben. Ja, bei den Frauen in der Fußballregionalliga hat RB Leipzig souverän gewonnen gegen den Tabellenletzten aus Dresden mit 4-0. Und auch die Eintracht-Mädels, ich hatte ja gesagt, sie haben geliefert. Sie haben 3-1 gewonnen gegen den BSC Marzahn. Ich war da, es war ein schönes Spiel, es hat geregnet, es war arschkalt. Ja, aber auf jeden Fall gewonnen. Und das war sozusagen das 7-Punkte-Spiel, das jetzt der Abstand auch genau ist zu den Abstiegsplätzen. Weiter geht's bei den Frauen erst am 5.5. wieder, die haben über Ostern alle frei. Die werden wahrscheinlich Eier suchen. Natürlich, wer macht das nicht? Ja. Oberliga, da hat Chemie am Samstag im erwartet schwierigen Auswärtsspiel leider nur ein 1-1 erreicht. Ja, aber dass Luckenwalde am Sonntag in Jena
auch nur 2-2 gespielt hat, hat dafür gesorgt, dass Chemie weiter von oben grüßt. Ja, also das ist ganz clever. Also das ist mega spannend, die Liga, und die spielen noch gegeneinander. Also da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Und wir haben übrigens noch die Tore vom Mittwochspiel. Da hat nämlich Chemie schon 3-1 gegen den VfL Halle gewonnen. Übrigens wurde letzte Woche bekannt, dass Stadt und Land die nötigen Millionen bereitgestellt haben für den Umbau des Alfred-Kunze-Sportparks. Toll, große Freude, nicht nur wegen der Tabellenführung. Ja, und von der Tabellenführung kann Inter schon lange nicht mehr träumen. Die haben am Wochenende ebenfalls schon wieder unentschieden gespielt, das vierte hintereinander. Ja, 1-1 bei Nordhausen 2, aber es war auch das Bye-bye von Heiner Backhaus, war sein letztes Spiel für Inter. Er geht nach Koblenz. Ja, und den werden wir hier demnächst bei uns noch in der Sendung haben. Da fragen wir ihn, warum ausgerechnet Koblenz. Ich könnte mir vorstellen, Manuel Fuster, sein Ex-Spieler und Kapitän und auch Assistenztrainer, spielt er, ist ja schon dort. Na, Connection. Ja, so wie das manchmal so ist. Mhm. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle. Da hat sich nicht viel verändert. Da ist alles gleich geblieben. Chemie thront von oben und unten ist alles noch im Argen, im Reinen. Genau, und Ausblick haben wir auch gleich. Da spielt nämlich am Donnerstag bereits Eilenburg gegen Nordhausen 2 und Chemie spielt am 22.04. in Rudolstadt. Ja, ansonsten haben alle anderen osterfrei in der Landesliga. Da haben die Kickers Mark Leberg leider nur ein 0-0 in Lößnitz geholt. Ja, aber nachdem es die letzten Spiele gar keine Punkte gab, gab es jetzt wenigstens einen. Am Sonntag verlor der SSV Markranstädt mit 1-0 zu Hause gegen Radebeul. Da wird es langsam eng, die müssen sich anstrengen. Taucher landete dafür einen ganz, ganz wichtigen 2-0 Heimsieg gegen den dritten Großenhainer FV. Genau, und da schauen wir mal direkt auf die Tabelle. Durch die Niederlage von Großenhain in Taucher ist der Aufsteiger Neusalza nun Dritter. Ja, das heißt, die Großenhainer haben ihren dritten Platz verloren. Und Tauer konnte jetzt sich mal das erste Mal in dieser Saison aus den Abstiegsrängen entfernen und das ist eine tolle Leistung. Genau, im Ausblick, Eier suchen, alle haben frei. Ja, genau. Und beim Kampf um den Aufstieg in die Landesliga, da schreitet Blau-Weiß Leipzig langsam aus der Landesklasse Nord hinaus. Genau, die haben nämlich 1-0 gewonnen dieses Wochenende gegen Döbeln. Ja, und die LVB und die Lipsia Eutritz trennten sich 1-1, haben mit der LVB endlich auch wieder noch oder wieder einen neuen Punkt geholt für den Klassenerhalt. Schwipsi hat auch wieder getroffen, Kolditz hat 4-2 gewonnen. Ja, damit sind es 29 Tore für Schwipsi. Die 40 wird er nicht erreichen dieses Jahr. Na, aber warte mal ab. Ich bin nach wie vor guter Dinge. Ja, ist für alles gut. Schauen wir auf die Tabelle. Da bleibt ebenfalls alles beim Alten. Nur die LVB hat, wie gesagt, den sicheren Klassenhalt fast schon. Ja, bei Roter Stern wird es hingegen ein bisschen eng. Ja, die haben richtig zu kämpfen. Aber es sind ja noch ein paar Spiele. Und zum Ausblick ist es das Gleiche zu sagen. Alle suchen Eier. Genau, nette Geste hat Holger Gasse gezeigt. Ja, der ist sag du's. Das ist der sächsische Landtagsabgeordnete bzw. Mitglied des sächsischen Landtages der CDU. Und der hat dem SV Thekla ein Tornetz gespendet, weil die dringend eins gesucht haben. Und hier haben wir ganz kurz mal die Übergabe für euch. Und vielen Dank an firmenvideos-online.de. Schöne Geste. Ja, hallo, ich bin heute hier beim SV Thekla. Neben mir steht der Präsident des Vereins, Herr Alexander Gläser. Und wir haben uns letzten November mal zusammengesetzt und überlegt, was können wir hier verändern. Der Verein hatte mich eingeladen und als Mitglied im Ausschuss für Schule und Sport ist das natürlich auch ein Thema, was mich interessiert. Und aus dem Grund haben wir damals unter anderem genannt bekommen, dass neue Netze für den Platz gebraucht werden. Neben anderen Herausforderungen, die noch anstehen, eine neue Anzeigetafel. Ich glaube, die Balustrade muss noch erneuert werden. Es sind halt viele Themen, die es hier gibt. Und da ich jemand bin, der sagt, jetzt warten wir nicht lange, bis irgendwas funktioniert, habe ich mich entschieden zu machen und dem Verein heute spontan ein paar neue Netze gegeben. Und im Gespräch haben wir uns auch unterhalten darüber, dass es ja hier viel andere Geschichten noch gibt, die von Interesse sind. Und da würde ich vielleicht dem Herrn Gläser einfach die Gelegenheit geben, mal die Themen anzusprechen. Ja, erstmal vielen Dank an Holger Gasse für die Tornetze, dass das alles so gut geklappt hat. Und auch auf dem kurzen Dienstweg, da sind wir sehr glücklich drüber. Als kleiner Verein hier in Leipzig mit nur einem Fußballplatz sind natürlich Herausforderungen da vorhanden. Deswegen suchen wir immer Mitglieder, ob jung oder alt, wer mitmachen will, spielen,
Übungsleiter oder sich einfach nur engagieren will, ist bei uns immer gerne gesehen. Wer gerne bei uns mitmachen will, kann sich hier melden, einfach in der Theklaer Straße 113 in Leipzig-Thekla oder eine E-Mail schreiben unter vorstand@svthekla.de. Der SV Thekla war wahrscheinlich so motiviert, dass sie dann an diesem Tag noch gegen KSC 1864 2:0 gewonnen haben, sind aber nach wie vor noch Vorletzter in der Stadtklasse. Aber vielleicht Motivation für die Zukunft. Apropos Zukunft, kommen wir jetzt mal zum Ausblick. Wie im Rückblick schon angekündigt, die Männer des MFBC, die spielen am 20. April ihr zweites Playoff um die deutsche Meisterschaft im Floorball gegen den TV Lilienthal. 16 Uhr geht's los in der Brüderhalle, also alle hin da, Daumen drücken, damit es klappt mit der Meisterschaft. Ja, und wer dann fertig ist mit Daumen drücken und vor allen Dingen auch mit der Siegesfeier, der geht direkt in die Arena, denn da spielen die Wölfe. Genau, 20.30 Uhr gegen Alba Berlin, also nach Bayern München das absolute Topspiel in der Liga. 20.30 Uhr geht's los in der Arena. So wie sie drauf sind, können sie vielleicht sogar gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Wir schauen es mal. Alle anderen sind auswärts unterwegs oder Eier suchen. Ja, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier. Und bleibt sportlich.